Hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen heute ein bisschen Pflanzenbestimmung von für Anfänger bis Profis. Profis brauchen natürlich dazu meinen Beitrag nicht. Und bei Anfänger angefangen gibt es diese App. Wie, der Ben kommt gleich zur Sache. Das kann ja wohl nicht sein. Da fehlt ja in diesem Video das ewig lange Vorwort mit mehr oder weniger nicht so wirklich wichtigen Informationen zur Einordnung des Themas, bevor wir zum Thema überhaupt kommen. Und ja, das lag jetzt schon länger auf der Festplatte, das Material hier. Und ich habe da wohl aus Versehen tatsächlich einen Kaltstart hingelegt, ohne lange drumherum zu labern. Das kann ich mir heute irgendwie nicht mehr erklären, wie es dazu gekommen ist. Und deswegen dachte ich, ich quatsche jetzt nochmal schnell drüber, damit das nicht ganz so professionell wirkt. So, aber jetzt geht es dann auch tatsächlich direkt mit dem Thema los. Und diese App nennt sich Flora Incognita. Und ja, ich habe ein uraltes Handy, das bitte ich zu ignorieren. Beziehungsweise da bin ich eigentlich stolz drauf, das Ding funktioniert noch, bis es auseinanderfällt. Und Flora Incognita funktioniert auch auf Steinzeittelefonen, die zumindest mal ein Smartphone sind. Okay, das wäre jetzt die Grundvoraussetzung, aber wirklich auf jedem noch so simplen Smartphone. Und man hat ja gerade gesehen hier, in der Mitte steht Pflanze erkennen. So, und da drückt man dann drauf und dann geht die Kamera an, braucht in meinem Fall ein Momentchen. Und dann sieht man hier diese Pflanze, das komische Gewächs, was hier gerade im Bild war, und dann machst du halt im Grunde ein Foto. Und um das jetzt nicht weiter hier vorzeigen zu, ohne das weiter vorzeigen zu müssen, basiert das Ganze dann darauf, dass dir die App genau sagt, was du bitte bei deiner zu bestimmenden Pflanze gerade fotografieren sollst. Zunächst mal Blüte von oben, das sagt es immer. Ja? Du kannst übrigens auch unten auswählen, ob du ein Kraut bestimmst, einen Baum, ein Farn, was auch immer da gerade jeweils zur Auswahl steht. Wann immer ihr dieses Video seht, wird die App wahrscheinlich noch ein kleines bisschen aktualisiert worden sein. Mein Handy geht gerade aus, auch egal. Ich habe es ja gerade gezeigt, wunderbar. Akku ist nicht mehr so lange leistungsfähig. Und ja, wie dem auch sei, jedenfalls, ihr wählt also erstmal aus, welchen Typ von Pflanze ihr überhaupt fotografieren wollt, und dann macht ihr genau das Foto, was da steht, zum Beispiel Blüte von oben. Und wenn dann schon eindeutig ist für die App, was das da sein könnte, dann sagt es euch sofort, das ist Geranium robertianum zum Beispiel, ne? Stinkender Storchschnabel oder Ruprechtskraut. Wenn es noch nicht eindeutig ist, dann sagt euch die App, was ihr als nächstes fotografieren sollt. Ihr habt also jetzt gerade die Blüte fotografiert, jetzt hätte es gerne nochmal die gesamte Pflanze von oben, also eine weitere Ansicht. Und wenn das noch nicht reicht, dann will man vielleicht die Blätter von oben haben oder vielleicht noch Blätter von unten, was für bestimmte Bestimmungsmerkmale wichtig sein könnte, wie die Blätter von der anderen Seite aussehen. Und nach tastet sich somit die App also so voran, bis sie sich selber, also die App, sich ziemlich sicher ist, dass es das ist, was sie vermutet, dass es ist. Und dann wird einem letzten Endes eben die Pflanze angezeigt und oben rechts steht ein Prozentwert, wie wahrscheinlich denn dieses Ergebnis jetzt ist. Meistens kommt Flora Incognita inzwischen auf Werte von weit über 90%, teilweise auch 97%, ich habe auch irgendwann mal 100% gesehen. Das ist natürlich Quatsch, aber das wurde dann aufgerundet von 99,9 und was weiß ich, ne? Oder 99,5. Ab da darf man ja prinzipiell aufrunden auf 100. Ja, Flora Incognita ist eine tolle Idee gewesen. Gibt es übrigens in jedem bekannten App Store, Google Play Store oder wie die alle heißen, was weiß denn ich? Ich habe doch keine Ahnung von sowas. Wenn ihr jemals irgendwo für euer Handy eine App runtergeladen habt, an dem Ort, wo ihr das getan habt, findet ihr auf Flora Incognita unter diesem Namen suchen. Und hat auch bestimmt noch irgendwelche Zusatzfunktionen, das weiß ich doch alles nicht, ich bin doch technische Pflaume, aber so weit funktioniert das auch bei mir. Und das war also wie gesagt eine gute Idee von unserem Umweltministerium, dem vorangegangenen Umweltministerium der vorangegangenen Regierung, nicht, dass ich die jetzt besonders dufte gefunden hätte, mit der aktuellen bin ich auch nicht so wirklich glücklich, aber zumindest das war eine tolle Sache, die letzte Regierung zustande gebracht hat, und jetzt kommt der Flieger und deshalb machen wir kurz Pause.
Ja, und jedenfalls hat das Bundesumweltministerium beschlossen, dass es so eine App geben soll. Und deswegen, weil die quasi vom Bundesumweltministerium finanziert wurde, ist das Ding auch kostenlos. Keine Werbung drin, gar nichts, ist quasi aus Steuergeldern bezahlt worden. Das heißt, man sollte sie sich holen, weil man hat sie ja auch bezahlt. So, und es sei denn, man zahlt keine Steuern, dann nicht. Die Idee dahinter, beziehungsweise die Technik dahinter, sieht einfach so aus, dass man beim Programmieren dieser App, beziehungsweise beim Justieren der Pflanzenerkennung, die da im Hintergrund stattfindet, über einen Abgleich übers Internet, man braucht also auch immer Netz, beziehungsweise funktionierendes mobiles Internet, um das nutzen zu können. Ansonsten macht man ein Foto und bestimmt es dann später, wenn man wieder Internet zur Verfügung hat. Aber die Idee ist einfach die, dass man im Vorfeld, wissend um welche Pflanze es sich handelt, von den jeweiligen Pflanzen in Deutschland durch Leute, die die Pflanze wirklich bestimmen konnten, Fotos hat machen lassen. Und zwar jede Menge Fotos aus allen möglichen Winkeln, von allen möglichen Exemplaren, von eben allen möglichen Pflanzen, die da möglicherweise zu bestimmen wären, bis eine gewisse Mindestmenge von Fotos von der jeweiligen Pflanze vorhanden war. So. Und was jetzt die KI, das ist schon irgendeine Form von KI, da möge mich jemand korrigieren, der sich damit besser auskennt. Felix, hallo, wenn du Bock hast. Ansonsten versuche ich soweit zu erklären, wie ich das hinkriege. Und diese KI guckt sich jetzt einfach Gemeinsamkeiten der Bilder an und errechnet irgendwie, wie man das halt als KI so macht, die einzelnen Gemeinsamkeiten, die Unterschiede der verschiedenen Bilder und erkennt dann irgendwann ein Muster, dass eben alle fotografierten Exemplare der entsprechenden Pflanzenart gemeinsam haben. Wahrscheinlich wird man der App auch noch irgendwelche Bilder aus Bestimmungsbüchern eingepflegt haben, die man für teuer Geld erworben hat. Und damit vergleicht die das alles und kommt dann irgendwann zum Ergebnis, dass es wahrscheinlich das und das und sel und jenes ist. Und zumindest in einer Testphase dieser App gab es dann eben noch die Möglichkeit, dass der Anwender, der sich mit Pflanzen auskennt, bestätigen konnte, ja, das hast du richtig zugeordnet, das ist die richtige Pflanze oder nein, das war falsch. Und wenn es falsch war, dann versucht die App den Fehler zu finden, wo sie einen Fehler gemacht hat. Und wenn es richtig war, stellt sie fest, ja, so wieder machen, genau nach diesem System. Und aus diesem Trial-and-Error-Prinzip letzten Endes entwickelt sich dann irgendwann ein selbstständig, sich selbst immer wieder verfeinernder und verbessernder Algorithmus, nennt man das, glaube ich, der dann über weitere Fotos, was dann Nutzer, die keine Ahnung haben, ob es die Pflanze ist oder nicht, machen, nochmal weiter sich selbst verfeinert und mit so immer größer werdender Wahrscheinlichkeit sagen kann, um was es sich da handelt, was da eigentlich fotografiert wurde. Ich habe das Ding jetzt seit ein paar Jahren auf dem Handy und bin in letzter Zeit eigentlich überrascht, dass ich fast jedes Mal nach einem Bild inzwischen 90% werte, was das sein könnte, bekomme. Das war am Anfang anders. Ja, da gab es dann halt mal so 30% und eine ganze Liste von Pflanzen, die alternativ noch in Frage kämen, die es auch sein könnten. Die Zeiten sind vorbei. Also je häufiger das Ding benutzt wird, desto besser wird es, desto zuverlässiger wird es. Und wir befinden uns momentan, und darum habe ich bisher auch noch kein Video dazu gemacht, jetzt echt in einem Stadium, wo man sagen kann, das Teil ist fast schon ein Wunderwerk der Technik, wenn es darum geht, Pflanzen zu bestimmen. Und das ist scheiße, weil das macht eine gute botanische Ausbildung ein Stück weit überflüssig. Weil jeder Dödel, der ein Smartphone hat, und jeder Dödel hat ein Smartphone, wie wir wissen, kann mit dieser kostenlosen App inzwischen überprüfen, ob ich auf meinen Exkursionen denn meine Pflanzen bitteschön richtig bestimmt habe. Und sobald jemand ein Foto von irgendeiner Pflanze macht, kriege ich Angst. Ist es jetzt nur ein Foto oder ist es Flora Incognita? Und habe ich Blödsinn erzählt und da ist jemand so höflich, mir das nicht zu sagen? Oder hat es gestimmt? Und diesbezüglich, ja, weil ich selber grundsätzlich die eiserne Regel verfechte, mein Telefon bleibt in der Hose. Tasche, wenn ich ein Notfall ist, während ich eine Exkursion habe, also eine Waldführung, und dadurch nutze ich das auch selber nicht. Es kam einmal vor, dass ich wirklich gar keinen Plan hatte und unbedingt wissen wollte, was eine Pflanze war und dann halt selber mal Flora Incognita unterwegs benutzt habe. Der Knackpunkt ist, man kann natürlich auch
diese Bücher hier dabei haben. Aber wahrscheinlich hat man halt eher so ein Ding in der Hosentasche als das hier. Und damit, insbesondere wenn man alle drei davon dabei hat, ja, da ist die Chance, dass man die Pflanze richtig zuordnen kann, wenn man weiß, wie es geht, tatsächlich bei 100%. Und das wäre dann für wissenschaftliche Ansprüche auch erforderlich. Mit dem Ding mag sie nur bei 99% liegen und man kann vielleicht auch dem System noch immer nicht hundertprozentig vertrauen. Die Chance, dass man aber richtig liegt und dass die Pflanze erkannt wird, insbesondere wenn es sich nicht um das knollblättrige Braxenkraut im Hubba-Bubba-See handelt, sondern bloß um Gänseblümchen, dann, ja, dann reicht diese App vollkommen aus. So, und das Ganze erzähle ich jetzt nicht, damit ihr jetzt sagt, okay, was soll ich da mit den ganzen Büchern hier anfangen, sondern das Ganze erzähle ich, weil diese App einen entscheidenden Nachteil hat, wenn man sich für Pflanzen interessiert. Einen ganz gewaltigen Nachteil, den auf keinen Fall, den man auf keinen Fall vernachlässigen darf. Nämlich, das geht so schnell und einfach, dass du in 3 Sekunden wieder vergessen hast, wie das hieß, was du gerade bestimmt hast. Ja? Und du baust keinerlei persönliche Beziehung zu deiner Pflanze, die du gerade mühsam im Rotmaler nachgeschlagen hast, auf, was dich eine halbe Stunde kosten kann, wenn du Profi bist, natürlich entsprechend schneller, aber als nur gelegentlich mal was bestimmender Mensch, der grob was mit Pflanzen zu tun hat, dauert das wirklich gerne mal eine halbe Stunde, wenn man da, bis man da alle Möglichkeiten durch hat, insbesondere wenn es sich um was Seltenes handelt und man ziemlich im Dunkeln tappt und man dann halt irgendwo ein bisschen auf dem Holzweg ist. Wenn es das eine Holzpflanze ist, ist das nicht verkehrt, auf dem Holzweg zu sein. Bei allen anderen krautigen Pflanzen, die nicht verholzen, wäre schlecht. Ah, schöner Witz. Nein, der war kacke, aber egal. Gut, wie dem auch sei, jedenfalls tatsächlich kommen Bestimmungsbücher nach wie vor meiner Meinung nach sehr sinnvollerweise zum Einsatz, wenn man sich wirklich mit Pflanzen auseinandersetzen möchte und man aus irgendeinem Grund auch immer gerne eigenständig in der Lage sein möchte, alte Bekannte in Form von Chlorophyllträgern persönlich kennenzulernen, sich mit denen auseinanderzusetzen, Spaß daran zu haben, sie wiederzusehen oder Exemplare davon wiederzusehen und sich tiefer mit der Pflanzenwissenschaft, in welchem Aspekt der Pflanzenwissenschaft auch immer, auseinanderzusetzen. Das erfordert immer eine Grundkenntnis der Botanik bzw. der Artenkenntnis der mindestens mal Gefäßpflanzen, und dann sollte das, also das muss man haben. Ja? Und das macht auch Spaß, weil wenn man durch den Wald läuft oder durch die Wiese oder durchs Moor oder wo, durch welches Ökosystem auch immer, Pflanzen gibt es fast überall, mal abgesehen von der nevalen Zone in den Hochgebirgen oder meinetwegen mitten in der Sahara, und selbst da gibt es Pflanzen, die sieht man nur nicht vielleicht immer. Wie dem auch sei, jedenfalls sollte man da wirklich auch eigenständig ein bisschen drauf kommen. Und da man das, was man hiermit bestimmt hat, sofort wieder vergisst und nichts weiter über die Pflanze erfährt, als wie sie heißt. Ja, und an der Stelle muss ich mich kurz selbst unterbrechen, weil die Flora Incognita App, das ist übrigens die Startseite der entsprechenden Webseite zu der App, hat wirklich umfangreiche Verbesserungen erhalten im Laufe der Zeit. Ich erinnere mich nicht, ob das von Anfang an doch irgendwie dabei war und ich war nur zu blöd, um es zu kapieren, aber unten links steht hier umfangreiche Pflanzensteckbriefe. Erfahre viele interessante Fakten über Pflanzen, zum Beispiel Merkmale, Schutzstatus und Verbreitung. Ja, und das steht neuerdings eben wirklich bei jeder bestimmten Pflanze dabei. Da muss man nur einmal quasi nach unten scrollen oder wischen, wie man das auf dem Smartphone bekanntermaßen tut. Und dann kommen also auch noch durchaus Details und Wissenswertes zu dem Grünzeug, was man da gerade bestimmt hat. Das Ding ist also wirklich inzwischen sehr, sehr, sehr potent und eine wirklich tolle App und vielleicht eine der meistgenutzten Apps, die ich auf dem Smartphone drauf habe, wenn ich draußen so in der Landschaft unterwegs bin. Und so einer der Hauptgründe, weshalb ich dann überhaupt mal das Handy aus der Tasche ziehe, weil normalerweise hat das bitte in der Hosentasche zu bleiben. Aber ja, es gibt also immer wieder neue Verbesserungen. Zum Beispiel gibt es neuerdings auch einen Offline-Modus, der ermöglicht, Dinge zu fotografieren, das Bild dann quasi zu speichern und später, wenn der Handyempfang wiederhergestellt ist, das kann ja durchaus im Wald mal vorkommen oder wo auch immer man sich gerade in der Natur aufhält, dass
dass man eben gerade keinen Handyempfang hat. Und dann kann man, wenn der Empfang wieder da ist, die eben nachträglich bestimmen. Und durch das Foto, was man macht, das ist sozusagen ein Speichern für später. Im Grunde genau dasselbe, was ein Botaniker früher auch gemacht hätte, wenn er eine Pflanze nicht direkt vor Ort in Wald und Wiese bestimmen konnte. Dann hat er ein Foto, eben nicht, dann hat er die Pflanze mitgenommen und also wirklich das Exemplar, um sie dann später in Ruhe zu Hause mit allen verfügbaren Bestimmungshilfen, sprich Büchern, zu bestimmen. Und so kann man das im Grunde auch mit der App machen, wenn dann halt gerade eben kein Internet verfügbar ist. Also das Ding ist schon wirklich sehr, sehr, sehr toll. Ich hatte das nur noch nicht auf dem Schirm, dass es da inzwischen auch noch diese Updates gibt. Weil mir reicht es meistens zu wissen, was die Pflanze ist. Alles Weitere schlage ich dann nach wie vor in Büchern nach. Das ist aber nicht so schön, wie wenn man das wirklich im Buch nachgeschlagen hat. Und damit ist das hier quasi Pflanzen bestimmen für Dummies. Aha, da gibt es ja diese schöne Buchreihe, was auch immer für Dummies. Ich hoffe, ich bin noch einigermaßen zu verstehen. Es ist langsam hier auf meinem Berg ein bisschen windig geworden. Konnte ja keiner mit rechnen, so auf dem Berg. Akustik und ich, ne? Irgendwas ist immer. Entweder rauscht der Bach oder der Fluss oder es fährt irgendwas vorbei oder ich hocke auf dem Berg und der Wind kommt auf oder gar so ein nerviger Vogel schreit im Hintergrund. Neulich ist der Marder vorbeigekommen und hat mal mich im Video beobachtet. Ein paar von euch haben es mitbekommen, ich selber im Schnitt nicht. Das war schon ziemlich klasse. Wie dem auch sei, jedenfalls irgendwer nervt. Oder Hubschrauber, Flugzeug, Zug. Neuerdings, ja, Zug fährt auch mal gerne vorbei. Egal. Jedenfalls Level 2. Ne? Neben, ich habe mir Flora Incognita runtergeladen und kann es verwenden. Das kann wirklich jeder. Das kriege ich hin, dann kann das jeder. Also sofern man dann überhaupt irgendwie ein Smartphone bedienen kann. Herzliche Grüße an meine Mutter. Die kann das nicht. So, der Klassiker der Pflanzenbestimmung schlechthin in Deutschland. Das mit Abstand meistverkaufteste Pflanzenbestimmungsbuch der Nation ist, was blüht denn da? Das dürfte auch in Österreich und der Schweiz wahrscheinlich bekannt sein, oder zumindest würde es da auch funktionieren. Ja, nicht unbedingt in alpinen Lebensräumen, weil hier sind gerade mal 870 Pflanzenarten vertreten. Wir haben dann doch noch ein paar mehr, insbesondere wenn alpine Lebensräume dazukommen. Da ist das dann einfach längst nicht fett genug. Das müsste noch mal deutlich, deutlich dicker sein. Dann funktioniert das einfache Bestimmungssystem, was hier verwendet wird, auch schon nicht mehr. Lustig ist, dass die ganz aktuelle Auflage, keine Ahnung, die wievielte, 53. oder sowas, Florian Kochnicher gibt es wirklich schon ewig und ist halt eins dieser berühmten Kosmos-Bestimmungsbücher. Kosmos bietet Bestimmungsbücher für so ziemlich alles an. Da kann man seine Nachbarn bestimmen, seine Katze, Staubflusen unterm Bett, zu welcher Art von Staubmilbe die gehören. Für all das, nein, aber für all das gibt es Kosmos-Bestimmungsbücher, gefühlt. Ja, die sind im Regelfall auch vollkommen ausreichend, sind ein toller Einstieg, sich überhaupt mit der biologischen Formenvielfalt auseinanderzusetzen. Immer, immer empfehlenswert, immer durchgehend. Die sind alle mindestens okay. Und für kleines Geld zu haben, weil riesige Auflagen, relativ geringe Stückkosten, daher bei großer Menge, die gedruckt wird und so weiter und so fort. Und das, was blüht denn da, kostet, glaube ich, derzeit 20 € oder sowas um den Dreh. Das ist, wenn man bedenkt, was man damit schon alles anstellen kann, wirklich, wirklich ein guter, günstiger Preis für ein tolles Buch mit schönen, schönen Abbildungen, das auch durchaus dick ist und sehr, sehr, sehr durchdacht und immer durchdachter wird, wann immer mal wieder eine neue Auflage auf den Markt kommt. Wobei allzu viel Verbesserungsbedarf sehe ich da jetzt echt nicht mehr. Also genau genommen sehe ich überhaupt keinen. Und neuerdings, alle Buchinhalte exklusiv in der Bestimmungs-App Flora Incognita abrufbar. Ich habe zwar keine Ahnung, wo die abrufbar sind, aber sind sie bestimmt irgendwo? Ist mir egal, ich habe ja das Buch. Was soll ich damit den gleichen Inhalten nochmal in der App? Ja, aber ich finde es interessant, dass man Flora Incognita und ein Bestimmungsbuch inzwischen miteinander so ein Stück weit verknüpft hat, allein weil es bleibt nicht hängen. Ja, man vergisst es sofort wieder. Ich habe neulich bei mir am Wegesrand 3, 4 Pflänzchen, die ich noch nicht kannte, bestimmt mit Flora Incognita. Ich weiß von einer noch, wie sie heißt. Und ich kann mir sowas eigentlich gut merken. Es ist einfach so
viel zu simpel. Aha, die heißt so und so, ja, und in dem Moment hast du es wieder vergessen. Das ist ähnlich wie bekloppt, wie irgendwelche Ausstellungen für Naturkrempel oder für Gesteine. Ja, wenn du nicht Geologe bist, kannst du mit einer Mineralienausstellung in deinem nächsten Naturkundemuseum wahrscheinlich tupfgenau gar nichts anfangen. Du läufst da durch, aha, so sieht Blei aus, das ist Pechblende, oh, ein Graphit, aha, und dann gehst du weiter und in dem Moment hast du es auch wieder vergessen, weil allein der Name, also so geht es mir zumindest, weil ich bin kein großer Mineralologe, Mineraliologe, ach wie auch immer die heißen, die haben bestimmt irgendeinen schönen Fachbegriff, hat jeder von uns, ne? Du kannst mit dem Namen allein nichts anfangen für die Sache. Zu wissen, wie die Sache heißt, ist völlig witzlos, wenn man trotzdem nichts damit anfangen kann. So, und jetzt ist halt dieses Buch interessanter als die App, weil die sagt uns nicht nur, wie unsere bestimmte Pflanze heißt, sondern die gibt uns auch ein paar Randinformationen zur Pflanze mit auf den Weg. So, und damit genug Blabla. Wie verwendet man ein, was blüht denn da? Naja, man nimmt irgendeine Pflanze, die gerade blüht. Ich hole uns mal eine, dann können wir das am praktischen Beispiel exerzieren. Jo, jetzt bestimmen wir mal was. Und dafür brauchen wir jetzt erstmal eine Pflanze. Da ist eine Pflanze. Ja, und bei der Pflanze ist, wenn wir mit was blüht denn da arbeiten wollen, zunächst mal wichtig, dass wir wissen, welche Blütenfarbe hat denn eigentlich die Pflanze. Das merken wir uns. Und wir wollen wissen, wie viele Blütenblätter hat denn eigentlich die Pflanze. Na, die kann man hier von fast gar nicht mehr zählen. Das sind viele. Das ist also ein Körbchen, nennen wir es jetzt einfach mal spaßeshalber. Gut, und jetzt schlagen wir unser Flora Incognita auf. Hier gibt es eine schöne Übersichtsseite, die man so ausklappen kann. Und da haben wir quasi mal grobe Blütenformen, die häufig sind für die jeweilige Farbe und mit jeweils höchstens 4 Blütenblättern hier oben. Mit Blüte mit 5 Blütenblättern, das ist so typisch, dass das eine eigene Kategorie ist. Hier ein paar Beispiele. Und drittens, Blüte mit mehr als 5 Blütenblättern oder im Körbchen oder und im Körbchen. Ne, das wäre jetzt hier der Fall. Ja, definitiv mehr als 5 und im Körbchen. Und zuletzt, zweizeilig symmetrische Blüten, das sind zum Beispiel Orchideen. Ja? Wenn man die in der Mitte durchschneidet, dann sind sie nach links und nach rechts symmetrisch. Das nennt man zweizeilig symmetrische Blüten und die werden dann hier eingeordnet und die Beispiele, die man hier findet, die sehen auch so verdächtig die meisten von uns an Orchideen erinnernde Dinge aus. Eine Orchidee hat ihr ja schon mal gesehen. Lippenblütler, Schmetterlingsblütler, sowas in die Richtung, um mal ein paar Fachbegriffe zu verwenden. So, das ist als Übersicht schon mal cool. Vielleicht wird man damit ja schon fündig und möchte an der entsprechenden Stelle suchen. Da muss man aber erstmal gucken, wo es da im Buch dann weitergeht. Aber es ist, wie gesagt, als Übersicht erstmal cool. Die kann man auswendig lernen, die kann man sich aneignen, um mit diesem Buch schneller hantieren zu können. Dankenswerterweise auf der Innenseite vom Einband findet man dann auch noch mal eine Beschreibung, was zum Geier ist eigentlich was. Wenn ihr jetzt also keinen Schimmer habt, was überhaupt ein Blütenblatt sein soll, Blüte, Kelch, Stängel, Narbe, Kronblatt, Staubblatt, Fruchtknoten, Kelchblatt und so weiter. Das sind Begriffe, die im Folgenden verwendet werden. Und das wird hier einfach nochmal schön dargestellt, dass man sich da grob was drunter vorstellen kann. Trotzdem, man braucht im Laufe der Zeit ein bisschen Erfahrungswissen, um das bei manchen komplizierteren Pflanzen direkt zuordnen zu können, wo jetzt hier zum Beispiel ein Kelchblatt ist und wo nicht. Ja? Wie dem auch sei, das so quasi als 1x1 der Pflanzenbestimmung ein bisschen im Hinterkopf haben. Die wohl wichtigste Seite im Buch ist quasi Seite 3, einmal umblättern und dann kommen wir hier zu dem Inhaltsverzeichnis zum Bestimmen sozusagen und finden da eben nach Blütenfarbe unterteilt die Seitenangabe, auf die wir gehen müssen, wenn wir eine Blüte mit so und so viel Blättern haben. Also das, was wir vorne schon gesehen haben. So, und in unserem Fall haben wir Blütenfarbe Rot,
Blau ist es nicht, ich würde es eher bei Rot einordnen. Es gibt nicht Lila. Ja. Lila ist entweder Rot oder Blau, je nachdem, in welche Richtung es tendiert. Und da muss man halt, wenn man es beim einen nicht findet, beim anderen dann nochmal gucken. Und da wir jetzt sagen, wir ordnen uns bei Rot ein und wir wissen, wir haben mehr als 5 Blütenblätter oder Blüten im Körbchen, steht hier jetzt Seite 56 und jetzt schlagen wir Seite 56 auf. Hätten wir was Blaues gehabt mit mehr als 5 Blütenblättern oder was, dann wären wir bei Seite 220 und so weiter und so weiter. Das steht hier einfach wie in einem Inhaltsverzeichnis. So, Seite 56. Tada! Und da sind wir schon mitten im Bestimmungsteil und sehen hier schon die ersten Bilder. Hier oben die Überschrift Blüte mit mehr als 5 Blütenblätter blablub oder Blüte im Körbchen. Und jetzt kommen hier ein paar Beispiele. So, und jetzt ist auch schon Schluss. Das war schon, was man in was Blüten da als Sortierfunktion sozusagen hat und Merkmale, nach denen man sich die Pflanzen einteilt. Weil wenn wir jetzt genau wissen wollen, was das ist, gibt es jetzt nur noch eine Möglichkeit, das rauszufinden. Das reicht aber für die Praxis in vielen, vielen Fällen schon aus und ist halt blütenbestimmend für Anfänger. Nämlich, wir blättern um. Ja? Und dann kommen wieder ein paar schöne Bilder. Und wir blättern um. Und es kommen wieder ein paar schöne Bilder. Und das machen wir jetzt so lange. Es sind halt nicht unendlich viele Pflanzen in dieser Kategorie. Das kann man also schon ein Weilchen spielen, dieses Spiel, bis wir was finden, was entfernt aussieht. Na, jetzt kommen wir der Sache schon näher, wie die Pflanze, die wir hier gerade vorliegen haben. Und bei der Gelegenheit, das ist gut, wenn man das häufig macht, weil man guckt sich die Bilder ja jedes Mal an. Man setzt sich also mit der Vielfalt der rotblühenden Pflanzen mit mehr als 5 Blütenblättern oder Körbchen intensiv auseinander. Und irgendwann, das Bild habe ich doch schon mal gesehen, beziehungsweise ihr entdeckt eine Pflanze, Moment mal, die hatte doch so ein charakteristisches Bild. Und dann guckt ihr die nach und dann erkennt ihr die wieder und dann wird die Pflanze zur alten Bekannten. Und dann macht es Freude. Dann hat man wirklich richtig Spaß beim Pflanzenbestimmen und kann sich mit Pflanzen irgendwann anfreunden, in Anführungszeichen. Und ja, ne? Und jetzt kommen wir hier zum Beispiel zum Schnittlauch. Schnittlauch hier. Der sieht verdächtig so ähnlich aus wie das da. Ja? Also von der Blüte her, könnte es ein Schnittlauch sein. Und jetzt lesen wir zum Beispiel hier mal beim Schnittlauch, der hat natürlich einen ganz anderen Stängel und überhaupt ganz andere Blätter, weiß jeder, der schon mal einen Schnittlauch gegessen hat. Aber von der Blüte her, also lesen wir mal Schnittlauch, wo steht da? Schnittlauch typisch, bis 6 mm dicke, röhrenförmige, hohle Blätter in Büscheln, Stängel unbeblättert. Hä? Hohle Blätter in Büscheln, Stängel unbeblättert? Nee, kann kein Schnittlauch sein. Ja, wir haben hier offensichtlich weder einen hohlen Stängel noch hohle Blätter und der Stängel ist beblättert. Ja? Also kein Schnittlauch. Blättern wir weiter. Ja, ja logisch. Muss ich niemandem erzählen, dass das kein Schnittlauch ist, ne? Aber so, Blätter. Oh, hier kommt jetzt etwas, das sieht verdächtig aus nach unserem Pflänzchen. Und das ist der Hügelklee, ja? Also da gibt es schon eine gewisse Ähnlichkeit. Das liegt daran, dass es sich natürlich um einen Klee handelt. Und jetzt lesen wir mal beim Hügelklee nach. Typisch Seitennerven der dreizähligen bis 8 cm langen und 1,5 cm breiten Blättchen sehr dick. Jetzt müssen wir noch wissen, was zum Geier sind denn bitte schön Seitennerven? Dreizählige Blätter haben wir. Wir haben pro Blattansatzpunkt jeweils 3 Blätter. Deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es ist ein Trifolium, das heißt dreiblättrig. Das ist der Sammelbegriff für alle echten Klees. Nicht die Sauerklees, die sind nochmal was anderes, aber richtiger Klee, eine Leguminose, die sind immer dreiblättrig. Ja. Aber egal, jedenfalls, wie gesagt, was wollten wir wissen? Wir wollten wissen, Seitennerven. So, und jetzt, da wir nicht wissen, was zum Geier ein Seitennerv sein soll, gucken wir nochmal hier vorne nach und schauen mal bei unserer Abbildung der Pflanze, ob hier irgendwas von Seitennerv steht. Steht hier tatsächlich nicht, aber es steht hier Blattnerven.
Und jetzt können wir davon ausgehen, dass Blattnerven wahrscheinlich auch Seitennerven sind und Seitennerven neben Blattnerven, neben den zentralen Blattnerven sind. So, und die sollen sehr, sehr deutlich sein. Ich kann euch verraten, das sind sie nicht. Ja, man sieht hier Blattnerven so gut wie gar nicht an unserem vorliegenden Klee. Das heißt, der kann schon mal nicht sein, beziehungsweise wir merken uns das mal. Vielleicht ist es ja vielleicht eventuell doch der Hügelklee. Ja, kann man nicht völlig ausschließen, aber es gibt vielleicht einen anderen Klee, der besser passt. Und dann blättern wir nochmal um. Dann kommt der persische Klee, Schwedenklee und so weiter. Ich will euch jetzt nicht alles zeigen, allein schon aus Urheberrechtsgründen. Mittlerer Klee, Wiesenklee. Wiesenklee. Ja, verdächtig, verdächtig sieht der Wiesenklee vielleicht aus wie unser Klee hier. Könnte sein. Und dann lesen wir hier jetzt nochmal Wiesenklee oder Rotklee, Trifolium pratense. Typisch meist zwei unterschiedlich weit entwickelte Köpfchen, Blatt meist mit weißer Zeichnung. Zwei unterschiedliche Köpfchen haben wir jetzt nicht, aber eine weiße Zeichnung auf dem Blatt, ich hoffe, die könnt ihr selbst mit meiner bescheidenen Kamera sehen, die ist vorhanden. Wird es wahrscheinlich der Wiesenklee sein? Wahrscheinlich schon. Und man muss immer davon ausgehen, wenn man gerade an einem Allerweltsort eine Allerweltspflanze zu bestimmen versucht, die in häufiger Zahl vorhanden ist und die man als zumindest potenziell botanisch Interessierter schon 734 Mal irgendwo gesehen hat oder zumindest das Gefühl hat, sie schon ganz oft gesehen zu haben, dann handelt es sich meistens um was sehr, sehr Häufiges. Und da muss man bei der Bestimmung auch beachten, dass es wahrscheinlich was sehr, sehr, sehr Häufiges ist. Und das ist beim Rotklee, ich nenne ihn meistens Rotklee, oder eben Wiesenklee tatsächlich der Fall. Das ist so eine der häufigsten Leguminosen, die man überhaupt so finden kann. Und jetzt, anders als wenn uns die Bestimmungs-App ausspuckt, dass wir es gerade mit Wiesen- oder Rotklee zu tun haben, können wir nämlich jetzt hier noch den zwar jetzt nicht unglaublich langen, aber doch ganz interessanten Text dazu durchlesen und erfahren Folgendes. Erstens noch ein bisschen Beschreibung zum Blütenköpfchen, dann kann man sich wirklich sicher sein, dass man es mit dem Richtigen zu tun hat. Blüten hell karmin bis fleischrot, Stängel oft verzweigt, Hamber, Blätter dreizählig, Hamber, Vorkommen häufig auf Wiesen, Weiden, in verschiedenen Kulturformen auf Äckern angebaut. Ja, es ist sogar eine Nutzpflanze, sie wird absichtlich angebaut. Liegt daran, dass sie eine Leguminose ist und das Schöne ist, das kriegt man hier sogar noch als Bild gezeigt, diese Knöllchenbakterien, Wurzelknöllchen besitzt, die in der Lage sind, Luftstickstoff zu fixieren, und wenn der Knee irgendwann mal abstirbt, dann hat er den Boden mit Luftstickstoff in pflanzenverfügbarer Form überführt sozusagen und angereichert. Auf gut Deutsch, wenn du Klee pflanzt, düngst du deine Wiese biologisch. Ja? Die düngt sich dann von alleine, dadurch, dass der Klee wächst. Das funktioniert mit jeder Leguminose. Alle Leguminosen haben, Schmetterlingsblütler heißt das, glaube ich, auf Deutsch, weiß ich gar nicht, kann sein, diese Knöllchenbakterien und eignen sich damit zur nährstofftechnischen Anreicherung einer jeden Wiese. Und dadurch, dass sie selber sehr viel Stickstoff enthalten, weil sie den im Überfluss besitzen, weil sie ja den einfach aus der Luft rausfiltern können, dank ihrer in mutualistischer Symbiose lebenden Knöllchenbakterien, nur damit ich es mal ganz dumm gesagt habe, sind die sehr nahrhaft fürs Milchvieh zum Beispiel. Ja? Also eine Kleewiese ist toll zum Weidenlassen von ja, jedem Tier, das eine gute Milch geben soll, auf gut Deutsch. Ja, also auch eine Ziege prinzipiell, muss ja nicht, oder ein Schaf, muss ja nicht unbedingt ein Rindvieh sein. Ne? Wissenswertes, anstatt einen Acker im dritten Jahr der Dreifelderwirtschaft brachliegen zu lassen, säten Bauern schon im 18. Jahrhundert Wiesenklee aus. Er liefert gutes Viehfutter und verbessert den Boden. In seinen Wurzelknöllchen leben Bakterien, die Stickstoff aus der Luft binden und als Nährstoff für Pflanzen verfügbar machen. Die Medizin nutzt den Klee wegen seiner Isoflavonoide seit einigen Jahren bei Wechseljahrbeschwerden. Verwechslung mittlerer Klee, siehe unten Köpfchen, einzeln gestielt,
Stängel hin und her gebogen. Das heißt, wir kriegen auch noch eine Info, mit wem wir denn unseren Klee hier potenziell verwechseln könnten. Wäre er giftig, würde es auch dabei stehen. Und das Wissenswerte ist durchaus sehr, sehr, sehr interessant mitunter. Das ist jetzt mehr oder weniger dasselbe, was ich auch gerade erzählt habe. Das ist Zufall. Ich habe per Zufall die erste Pflanze gegriffen, die ich eben gefunden habe. Das war jetzt halt der Rotklee. Zu dem kann ich halt auch sowas erzählen, ohne es gleich nachgelesen zu haben. Und dass das Buch jetzt dasselbe sagt wie ich, heißt, dass ich entweder es doch vorher durchgelesen habe, was ich nicht habe, oder ja, es einfach stimmt und halt aller Weltswissen ist, wenn man sich mit Pflanzen auskennt. Und jetzt haben wir einen persönlichen Bezug zu dieser Pflanze. Jetzt haben wir uns damit auseinandergesetzt. Wir haben zumindest mal, also dadurch, dass ich die ganze Zeit am Quatschen bin, natürlich fast eine Viertelstunde investiert, um rauszufinden, dass es sich um den Klee handelt, den gemeinen Rotklee oder Wiesenklee. Aber wenn ihr das jetzt alleine gemacht hättet, hättet ihr vielleicht 5 Minuten euch damit auseinandergesetzt und hättet es vielleicht spannend gefunden, oh, was sind denn Knöllchenbakterien, und hättet das dringende Bedürfnis gehabt, Botanik zu studieren, weil ihr genau wissen wollt, was es mit Knöllchenbakterien auf sich hat. Gut, ein Beispiel reicht, denke ich. Das kann man für jede erdenkliche Pflanze machen, und in der Praxis ist es für Laien meistens wirklich am schnellsten und am eingängigsten, einfach Bildchen durchzublättern, bis man bei der gewünschten Pflanze angekommen ist. Die Abbildungen sind hervorragend und es sind Zeichnungen, keine Fotos. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie hatten die kein Geld für gute Fotos? Im Gegenteil, sie hatten Geld für gute Zeichnungen. Das ist nämlich viel, 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 viel teurer. Ein Foto machen kann jeder Dödel, der eine halbwegs vernünftige Kamera hat, auf die Pflanze draufhalten, gut ist. Ja, aus einem bestimmten Winkel, okay, ein schönes Foto von einer Pflanze machen, ist dann wieder nicht ganz so einfach. Aber auch das kannst du in einem halben Tag Ausbildung quasi sofort lernen. Und dann kannst du losziehen und Bestimmungsfotos von Pflanzen machen. Ja, das ist wirklich keine große Kunst. Das Doofe ist, ein Foto zeigt immer ein Pflanzenexemplar. Das heißt, wenn du jetzt einem Alien erklären möchtest, wie er denn erkennen kann, ob es sich jetzt bei dem Vieh, was er da gerade gefangen hat, um Homo sapiens handelt, und du legst ihm quasi ein Foto von Einstein vor, ja? Und wen er da gefangen hat, ist aber Fritz Meinecke. Ja, und Fritz Meinecke sieht nicht aus wie Einstein. Und jetzt fragt sich der Alien, ja, Moment mal, aber dieses Exemplar von komischem Primatensäugetier, was ich hier gerade gefangen habe, das ist jetzt nicht böse gemeint, sieht ja überhaupt nicht aus wie das in meinem Bestimmungsbuch. Das muss ja was anderes sein. Ist das eine eigene Art? Ist das Homo Meineckiensis oder sowas und nicht Homo sapiens, weil das Einstein besonders wissend ist, das darf man wohl annehmen, daher Homo sapiens zu Einstein passt. Zum Fritz ist jetzt wirklich gemein, war gar nicht beabsichtigt, egal. Jedenfalls, kleiner Scherz am Rande. Soll heißen, eine stilistische Abbildung eines Lebewesens mit den wesentlichen Merkmalen, die ein Lebewesen hat, wie zum Beispiel die Bilder, die man früher im Biologiebuch in der Schule heimlich angeguckt hat, wo ein männliches und ein weibliches, relativ junges Exemplar von Homo sapiens meist unbekleidet dargestellt werden. Ja, die sind wichtig, weil sie eben stilistisch die wesentlichen Merkmale zur Unterscheidung von Homo sapiens zu einem Schimpansen gut darstellen. Ja? Jeder Mensch sieht ein bisschen anders aus, jeder Schimpanse auch. Das merken wir zwar nicht, weil wir Schimpansen nicht so gut unterscheiden können wie unsersgleichen, also gleicher Art, aber ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Bilder, schematische Zeichnungen spiegeln die wichtigen für die Bestimmung wichtigen Merkmale einer Pflanze erheblich besser wider, als das jedes Foto kann, weil das ist immer nur das Foto eines Individuums und mögliche wichtige Merkmale, die als Art, für die Art wichtig sind, sind bei diesem Individuum möglicherweise anders oder nicht so deutlich ausgeprägt, wie wir uns das wünschen würden. Soll auch heißen, bei der Pflanzenbestimmung gilt grundsätzlich, wenn wir uns eine Pflanze angucken und wir kommen nicht weiter und haben mit diesem Exemplar, mit diesem Individuum Schwierigkeiten, dann schnappen wir uns einfach ein anderes. Und dann gucken wir mal, ob die Merkmale, die wir gerade zu bestimmen versuchen, beim anderen Exemplar eigentlich auch so ausgeprägt sind oder möglicherweise anders. Und das kann sehr, sehr hilfreich sein. Also auch bei der Baumbestimmung nicht ein Blatt anstarren und warten, bis die Erkenntnis kommt, was das jetzt ist, sondern
fünf Blätter anstarren. Und beim sechsten kommt vielleicht die Erkenntnis, weil es häufig so ist, dass Merkmale nur an einzelnen Blättern ausgeprägt sind. Was heißt häufig? Bei ein paar Heterophyllie-Arten, die unterschiedlich ausgeprägte Blätter an der gleichen Pflanze haben. Zum Beispiel Ulmus glabra, die Bergulme, oder Ilex aquifolium mit unterschiedlich verschiedenen, vielen Stacheln am Blatt. Das waren jetzt Infos für langfristige Zuschauer, die schon viel bei mir gelernt haben und mit diesen Begriffen schon, dass ich schon was anfangen können, vielleicht sogar schon mal Heterophyllie gehört haben. Wenn nicht, kommt mal mit auf eine Führung, da erkläre ich das auch. Werbeblock. So, Werbeblock vorbei. Wir kommen zur Rita, zur Frau Lüder natürlich. Nein, ich kenne sie nicht persönlich, aber für mich ist das einfach immer das Buch von der Rita. Das ist nicht böse gemeint, aber ja, so habe ich es mir halt einfach mal gemerkt. Uralte Auflage, wir sind inzwischen bei der 12. oder was auch immer. Ich habe nur die 4. Das reicht auch. Die 4. ist schon sehr, sehr, sehr gut. Ich habe keine Ahnung, was die 12. noch besser macht. Sie macht bestimmt irgendwas besser. Oder die 10. oder was auch immer. Ihr könnt problemlos auch eine alte Auflage, wenn ihr noch irgendwo eine findet, die sind meistens vergriffen, theoretisch auch eine alte Auflage beziehen. Und das Ding nennt sich jetzt, und das ist jetzt wirklich für Fortgeschrittene, Grundkurs Pflanzenbestimmung. Ist ein Buch, das ich seit Jahren immer wieder empfehle, wenn mich einer fragt, was ich denn empfehle, wenn er Pflanzen bestimmen lernen möchte. Wunderbares Büchlein, wirklich ganz, ganz, ganz toll. Gibt es auch als Grundkurs Gehölzbestimmung, Grundkurs Pilzbestimmung, die sind auch alle durch die Bank wunderbar. Und erklärt, da will ich jetzt nicht zu viel zeigen, weil ja, das ist nicht so ein Allerweltsbuch, erklärt erstmal, wie man überhaupt Pflanzen bestimmt, was eine Pflanze eigentlich ist, wie der grundsätzliche Aufbau einer höheren Pflanze ist. Erstmal, was ist eine höhere Pflanze, was sind Zeigerpflanzen, und wenn man dann erstmal erklärt bekommt, was zum Beispiel eine Zeigerpflanze ist, sprich das Vorhandensein einer Pflanze sagt etwas darüber aus, über den Ort, an dem man sie gefunden hat. Wenn irgendwo der Rotklee zu finden ist, dann spätestens nachdem der ein paar hundert Jahre da gewesen ist, haben wir es mit einer recht nährstoffreichen Umgebung zu tun, weil er ja seine Umgebung mit Nährstoffen anreichert. Und das Vorhandensein von Rotklee verrät uns das. Ist kein Rotklee da, dann ist aber mit zu rechnen, dass es noch, wenn der Rotklee nicht irgendwann kommt, wahrscheinlich keine nährstoffreiche Umgebung ist. Wenn du gar keine Pflanzen am Boden findest, dann sitzt du wahrscheinlich in einem Wald, der gerade zu dunkel ist, dass es Pflanzen am Boden geben kann. Und auch da ist das, die Abwesenheit von Zeigerpflanzen durchaus auch wiederum ein Zeiger für irgendwas. Die Brennnessel ist ein typischer Stickstoffzeiger. Wenn die Brennnessel irgendwo wächst, gibt es da viel Stickstoff im Boden. Und. Ja, Trockenheitszeiger, Magerkeitszeiger, Nässezeiger etc. Ja, Wechselfeuchtezeiger sind sehr wichtig, wenn man irgendwo übernachten möchte. Sieht Wechselfeuchtezeiger, der Boden ist momentan trocken, man legt sich hin, am nächsten Morgen ist der Boden aber nass, weil die Feuchtigkeitsbedingungen ständig wechseln. Was die Wechselfeuchtezeiger angezeigt hätten, hätte man sie dann gekannt. Ja, viel Spaß mit dem nassen Hintern. Und solche Dinge. Ja? Also wirklich wunderbares Büchlein und erklärt, wie ein wissenschaftlicher Bestimmungsschlüssel funktioniert. Ist dazu noch schön bebildert. Das ist für den Anfang einfach hilfreich, weil es das Ganze ein bisschen plastischer erscheinen lässt. Die Bilder sind nicht nur Fotos von der Pflanze selbst, sondern sind zum Teil auch eben Detailaufnahmen von dem, was du dir gerade an diesem Punkt des Bestimmungsschlüssels angucken sollst. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, genug der Vorrede. Jetzt versuchen wir mal mit diesem Büchlein unseren Rotklee zu bestimmen. Pflanzenbestimmung Level fortgeschritten. Ha? Bedeutet, dass wir bereits einen diaxialen Bestimmungsschlüssel hier drin haben. Und der geht, das weiß ich jetzt zufällig, immer los, indem man Seite 71 aufschlägt. Und dann wird man durchgefragt. Jetzt muss ich noch ein bisschen näher darauf eingehen, wie so ein Bestimmungsschlüssel eigentlich funktioniert. Diese typischen sogenannten traditionellen Bestimmungsschlüssel, Dioctome oder Polytome Schlüssel genannt, sind häufig Verwendung. Ja, finden eigentlich fast immer Verwendung in irgendwelchen wissenschaftlichen Bestimmungsbüchern, und dazu gehört eben auch der Grundkurs Pflanzenbestimmung von der Frau Lüder. Und dazu schreibt Wikipedia, die traditionellen Schlüssel sind eine Abfolge von Fragen bzw. eine Aufzählung von Merkmalen, zu denen immer mindestens zwei mögliche Antworten angeboten werden. Solange weiterhin mehrere Bestimmungsergebnisse möglich sind, wird nach dem gleichen Verfahren weiter verzweigt. Je nachdem, ob genau zwei oder mehr Alternativen bei der Entscheidung zur Verfügung stehen, werden Dioctome, also so zum Beispiel jetzt auch bei uns bei der Pflanzenbestimmung, und
polytome Schlüssel unterschieden. Die Fragen beziehen sich dabei ausgehend von der allgemeinsten Unterscheidungsmerkmalen auf immer detailliertere Eigenschaften, bis zum Schluss keine Auswahl mehr möglich ist und beispielsweise ein Organismus in der Regel bis auf seine Art genau bestimmt ist. So. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert formuliert, bringt es aber auf den Punkt, darum geht's und genau das werden wir jetzt auch tun. Und wer das jetzt nicht kapiert hat, der hört mal einfach weiter zu, dann wird es sicherlich deutlich. Aber ich wollte das an der Stelle einfach mal kurz erwähnt haben. Und langsam kann man einordnen, wenn man keine Ahnung von seiner Pflanze hat, in welcher Kategorie, ja in welcher Familie, in welcher Klasse, in welcher Ordnung, in welchem Verband, also das sind alles so Begriffe, die da wichtig sind, wie wir uns eigentlich befinden. Dann kommen wir immer näher ran, um rauszufinden, was es denn jetzt letztendlich eigentlich sein könnte. Ja, und die ersten Fragen, die da gestellt werden, sind zur ganz groben Einordnung, nämlich, hat die Pflanze überhaupt Blüten? Wenn ja, ist sie eine Blütenpflanze, wenn nicht, ist sie ein Farn, ein Bärlapp, ein Moos, sowas in die Richtung. Ja? Gehen wir davon aus, dass sie Blüten hat, geht es weiter zur Nummer 2. Ja, also hier steht immer 1, gehe zu Kapitel so und so, Seite so und so. Dann ist es nämlich eine Farnpflanze, eine Sporenpflanze. Wenn nicht 1, dann Alternative, geht es weiter, Pflanze mit Blüten, gehe zur Nummer 2. Nummer 2 steht hier direkt drunter. Und da steht jetzt, samenfrei, nicht in einem Fruchtknoten eingeschlossen. In dem Fall wäre es ein Nacktsamer, das ist ein Nadelbaum. Und falls das der Fall sein sollte, die werden in diesem Buch nicht behandelt. Dann steht hier, kauft ihr ein Buch, in dem Nacktsamer vorkommt. Mehr oder weniger, das steht da natürlich nicht wirklich, aber so kann man es letzten Endes übersetzen. Und da das nicht der Fall ist, haben wir es mit bedecktsamigen Pflanzen zu tun. Das sind Angiospermae und damit haben wir eine ganz wichtige Unterscheidung im Pflanzenreich gemacht. Es sind entweder die evolutionär gesehen wahnsinnig alten Nadelbäume, Korniferen, Gymnospermae, dazu gehört auch der Ginkgo übrigens, der kein Nadelbaum ist, aber doch zu den Gymnospermae gehört. Oder Gymnospermen sagt man gerne, ne? Dieses Mae, das kann man so aussprechen, aber normalerweise macht das eigentlich keiner. Gut, aber da das eben nicht der Fall ist, sondern wir es mit einer normalen Blütenpflanze zu tun haben, eine Blume, die ist immer bedecktsamer, gehen wir zu den Blumen und das ist Nummer 3. Pflanze zur Blütezeit ohne grüne Blätter oder halt eben mit grünen Blättern und die hat natürlich grüne Blätter, dann gehen wir zur 4 und werden gefragt, ob wir es mit Blattspreite parallelnervig, einfach und ungeteilt, Spross mit zerstreut angeordneten Leitbündeln und so weiter und so fort zu tun haben. Ich kürze das immer ein bisschen ab. Was hier jetzt wichtig ist, ist, dass wir uns die Nerven auf der Blattrückseite angucken. Das kann ich euch wieder nicht zeigen, weil die Kamera dafür nicht hochauflösend bzw. zoomend genug ist. Und wenn die Nerven, die wir auf der Blattrückseite finden, verzweigt sind, dann haben wir es immer mit Dicotyledonen, zweikeimblättrigen Pflanzen zu tun. Und gehen zur Seite 79. Ja? Da schickt uns jetzt das Buch hin, muss man nur nachlesen. So, und dann sind wir bei den zweikeimblättrigen Pflanzen und werden erstmal gefragt, untergetaucht lebende oder mit Schwimmblättern versehene Wasserpflanzen. Ist das eine Wasserpflanze? Nee, habe ich nicht aus dem Wasser geholt. Also kann es nur Land- oder Sumpfpflanze sein und wir gehen zur 2. Blütenhülle fehlend oder einfach? In dem Fall wären wir zum Beispiel bei der Sumpfdotterblume. Ja, die hat keine wirkliche Blütenhülle. Da sind die Blüten so offen, dass da keine Hülle drumherum ist. Hier in unserem Fall sind da aber kleine Hüllen um die einzelnen Blüten drumherum. Deswegen Blütenhülle mit Kelch und Blütenkrone, das ist der Fall. Dann gehen wir zu 3. Blütenkronblätter frei und bis zum Grund voneinander getrennt. Hier ein Beispielbild, sowas. Ja. Haben wir hier nicht, würde ich sagen, sondern Blütenkronblätter miteinander verwachsen. Ja, ganz wichtig, das ist definitiv der Fall. Und dann gehen wir zur Seite 100. Und da sind wir dann bei zweikeimblättrige Pflanzen mit doppelter Blütenhülle, Blütenkronblätter miteinander verwachsen. Das heißt, unsere Blüten sollten
ungefähr wenigstens ansatzweise so aussehen wie das, was wir hier jetzt haben und nicht massiv anders sein. So, und jetzt ist nämlich der Punkt erreicht, wo wir hier halt eben den Vorteil haben, im fortgeschrittenen Buch, noch nicht im Profibuch. Im Profibuch folgen wir immer dem Bestimmungsschlüssel, bis wir da angekommen sind, wo wir hinwollen, immer. Ja, es gibt keine Abkürzung und nichts. Hier gibt es Fotos. Ja, und da hier ja bekannt ist, der Autorin dieses Buches, was wie häufig ist, kommen natürlich die Fotos der häufigsten Arten, häufig an den Stellen, wo man sich ja einigermaßen dran genähert hat. Und jetzt kann man auch wenn man hier gerade bei Schritt Nummer 3 hier anfangen sollte, kann man natürlich auch an der Hand der Fotos sich orientieren, sieht hier schon unseren Rotklee. Guckt mal beim Wiesenklee oder Rotklee, dass der im Kapitel Fabaceae, also Schmetterlingsblütler, zu finden ist auf Seite 165. Und dann weiß man jetzt schon, okay, man hat es mit einem Schmetterlingsblütler zu tun. Ja, und geht auf Seite 165. Also man kann da abkürzen. Wie gesagt, das ist das Buch für Fortgeschrittene, nicht für Profis. Seite 165. Und hat hier zum Beispiel schon mal verschiedene Klees genannt, die vierblättrige Lupine und so weiter und so fort. Aber wir fangen wieder beim Bestimmungsteil an. Blätter mehrzählig gefiedert, die oberen Fiedern zuweilen zu Ranken umgebildet. Nee. Blätter dreizahlig gefiedert oder drei- oder mehrzählig gefingert. Das ist auf jeden Fall letzteres. Also zwei. Blätter dreizählig gefiedert, das heißt Endfieder deutlich länger gestielt als die Seitenfieder? Nee. Blätter drei- oder mehrzählig gefingert, das heißt Endfieder nicht länger gestielt als die Seitenfiedern? Das ist richtig, dann zu drei. Also hier nochmal zum Erklären, das hier ist ein Fiederblättchen, das bedeutet, das komplette Blatt sind diese drei Blättchen. Ja, und wenn das Blatt sich aus mehreren Unterblättchen zusammensetzt, dann spricht man von Fiederung. Und was ich gerade gefragt worden bin, ist eben, ob es dreizählig gefiedert ist. Das ist es. Ja, es sind ja drei Blättchen. Und ob das mittlere Blatt von den dreien größer ist als die beiden anderen. Das ist nicht der Fall. Und drum gehen wir zu dreizählig gestielt als die Seitenfiedern. Das heißt, nicht länger gesehen, zu drei. Blätter dreizählig gefingert, das ist der Fall. Ja, das sind also diese Sonderform der Fiederung, nennt man Fingerung, wenn die wie von einer Hand. Ja, das ist eine Hand. Wenn die Blätter wie die Finger einer Hand abstehen, einer solchen Hand, dann spricht man von Fingerung. Dreizählig gefingert, das heißt, wir gehen zu vier. Nebenblätter viel kleiner als die Fiedern. Hat das Ding überhaupt Nebenblätter? Ja, hat es, aber die sind tatsächlich viel kleiner. Nebenblätter viel kleiner als die Fiedern, Blüten in vielblütrigen Köpfchen oder Ähren. Vielblütige Köpfchen, ja, ist da. In der Ähre ist es nicht, aber es heißt ja oder, nicht und. Das muss man auch unterscheiden. Hülse nur wenig länger als der Kelch, ist auch der Fall. Und in dem Fall haben wir es zu tun mit Klee. Und ja, Klee ist es natürlich. Dann gehen wir zu 6. Und bei 6 werden wir gefragt, Blüten rot, weiß oder rosa oder Blüten gelb. Ja, die sind jetzt natürlich rot, wie wir schon wissen. Dann gehen wir zu 8. Weiße Blüten deutlich gestielt. Wenn nicht, dann ist es nämlich kein Weißklee. Dann gehe zu 9. 9. Jetzt werden quasi sämtliche Klees durchgegangen und 9 ist es auch nicht. Und wenn es das nicht ist, dann ist es Wiesenklee, Rotklee, Trifolium patense und dann haben wir hier noch einen Text dazu und jetzt habe ich an der Stelle keine Lust mehr und wir sind bei der korrekten Pflanze angekommen. Das kann man jetzt aber hier auch nochmal mittels Bild überprüfen, ne? Und ja, so.
Und wer daran jetzt noch Spaß hatte, sage ich jetzt mal, dieses Ratespielchen, solange das noch mit schönen Bildern unterstützt wird, dann geht das ja noch. Dann kann man sich die Mühe machen und sich durch ein wissenschaftliches Bestimmungsbuch arbeiten. Aber wirklich, wer das nicht schon in- und auswendig kann und sagt, ja, das ist alles kalter Kaffee für mich, der fängt mit diesem Buch an. Nicht zuerst, auch wenn ihr es vielleicht schon irgendwo rumstehen habt, versucht gar nicht erst mit einem richtigen wissenschaftlichen Bestimmungsbuch für Profis, die von der Qualifikation her dieses Buch hätten schreiben können, sozusagen. Die kommen mit sowas dann zurecht. Das da ist viel detaillierter, beinhaltet kaum Bilder, wenn überhaupt, dann solche schematischen Blattdarstellungen. Super komplizierte Texte, die man wirklich nur als ausgesprochener Fachmann versteht, aber ist die Exkursionsflora von Deutschland. Das bedeutet, sämtliche in Deutschland zum Erscheinen des Buchs nachgewiesene Pflanzen sind hier drin. Ja, das ist vollständig. Die Flora eines Landes beinhaltet alle hier wachsenden Pflanzen. Nicht nur Bäume, nicht nur Sträucher, inklusive Nadelbäume plus Moose, plus Holzpflanzen, plus Bärlappgewächse und so weiter. Jede Pflanze. Ja, und weil das so unglaublich viele sind und in ein handliches Buch, das man mitnehmen kann, darum heißt das auch Exkursionsflora, reinpassen soll, sind die Teile unhandlich, schwierig zu handhaben und wirklich nur was für Profis. Und wenn ihr einer seid, werdet ihr das ohnehin wissen und deswegen müssen wir uns mit dem Buch auch nicht näher auseinandersetzen. Ja? Aber ja, das ist, es gibt verschiedene Exkursionsfloren, bekannt sind der Rotmaler, der Oberndorfer, Schmeilfitschen wäre da auch noch so ein Ding, was man da nennen müsste. Und also wirklich, ja. Und da gibt es natürlich auch die 837. Auflage. Theoretisch wird die auch noch mal kurz erklärt, wie Pflanzen funktionieren und wie man dieses Buch verwendet. Aber das ist auch schon so kompliziert, dass es da zwar drin steht, der Vollständigkeit halber, weil der Autor und die Autoren wohl Spaß dran hatten, das noch mal reinzuschreiben. Aber das kannst du im Grunde knicken. Es ist wirklich ein reines Bestimmungsbuch für den Botaniker, für den Profi und ja, beinhaltet wie gesagt auch die Gefäßsporenpflanzen und die Spezialpflanzen und alles. Will man also auf wissenschaftlichem Niveau ganz, ganz sicher wissen, mit welcher Pflanze man es zu tun hat, das da. Ne? Braucht das sonst irgendwer außer ein ausgewiesener Botaniker? Nee. Nicht kaufen, bloß nicht. Lasst die Finger davon, da seid ihr nur frustriert. Wer wirklich professionell Pflanzen bestimmen möchte, nimmt das hier und kauft sich dann den Schmeilfitschen, weil das hier basiert auf dem Schmeilfitschen, wenn man dann Spaß dran hatte. Wenn man also hiermit schon ein paar Pflanzen erkannt hat, hier stehen ja nur ganz wenige drin, nur die allerhäufigsten sozusagen, und das Spaß macht, dann kann man den Schmeilfitschen kaufen, auf dem dieses Buch basiert. Dann weiß man auch, wie der Schmeilfitschen funktioniert. Und kann dann auch seltenere Pflanzen bestimmen, sich da langsam rantasten, wenn es Freude macht. Oder man beschränkt sich hier drauf, hat mal gelernt, wie Pflanzenbestimmen funktioniert, hat sich intensiv damit auseinandergesetzt, hat einige häufige Pflanzen kennengelernt und sagt, wenn was Selteneres kommt, dann nehme ich die App. So mache ich. Ganz ehrlich, so mache ich. Ja, die Mühe, mich mit diesen Dingern hier rumzuschlagen. Ja, das sollte ich mir eigentlich geben. Eigentlich würde ich ja zum Personenkreis gehören, die sowas anwenden können. Für Gehölze kann ich das auch. Ja, aber für alle anderen Pflanzen habe ich nie so viel Ausbildung erhalten, dass ich mich sattelfest fühle, das für Blumen hier zum Beispiel wirklich korrekt anwenden zu können. Beziehungsweise, wenn ich es versuche, dauert das ewig. Und ich komme häufig beim falschen Ding raus und muss nochmal von vorne anfangen. Und das ist mir einfach zu zeitaufwendig, muss ich gestehen. Und zu mühsam. Seit es die App gibt. Ja. Und ja, es ist schade. Es ist wirklich schade. Es ist schwierig und es ist alten Botanikern nicht zu erklären, dass man heutzutage selbst als auch Fachmann diese App benutzt.
aber es ist so simpel und es spart so viel Zeit und man kann dann hinterher zur Sicherheit ja immer noch rückwärts bestimmen. Das geht ja auch, ja? Dass man also bei die Art nachschlägt und dann guckt, mit was kann ich die verwechseln und rückwärts einfach sicherstellt, dass es auch tatsächlich die richtige ist und nicht der Weißklee statt der Rotklee zum Beispiel. Ja, das wäre jetzt relativ offensichtlich, aber nur so, um nah verwandte Arten, die sich ähnlich sehen, korrekt ausschließen zu können. Gut, also das war das lange überfällige, ausführlichste Video, das ich jemals gemacht habe zum Thema Pflanzen bestimmen. Eine der genannten Möglichkeiten führt auf jeden Fall zum Erfolg und tut euch einen Gefallen. Fragt einfach mal Flora Incognita bei 5 Pflanzen, was es gewesen ist. Versucht euch das zu merken. Geht nach Hause von eurem Spaziergang und wenn ihr alles vergessen habt, kauft euch dann dieses Buch. Macht das Gleiche nochmal damit. Da werdet ihr nicht alles vergessen haben. Es macht einfach mehr Freude, wenn man ein Buch in der Hand hat. Zumindest geht es mir so. Das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt einfach nur die App, die kostet ja nichts und alles ist gut. Ne? Selbstverständlich. Und ich verdiene auch nichts dran, wenn ihr dieses Buch kauft oder so. Das ist mir vollkommen Schnurz. Aber einfach für die Freude am Pflanzen bestimmen, da kann man mit was blüht denn da schon ganz viel machen. Und wenn man dann merkt, da muss es doch noch mehr geben, das ist mir zu mühsam, jetzt die Bilder durchzublättern, bis ich weiß, wo ich bin. Ich möchte da ein besseres System, ich möchte da mehr Struktur, ich möchte da einen wissenschaftlichen Bestimmungsschlüssel, dann das da. Wie gesagt, die aktuelleren Auflagen, ne? die alte kriegt man garantiert nirgendwo mehr, ob die funktioniert auch. Nochmal, wer das braucht, weiß, dass das braucht. Das war's. Bedanke mich. Hoffe, das war ein bisschen aufschlussreich und nicht allzu trocken, aber ich muss halt doch ein paar Beispiele bringen, beziehungsweise das dann halt vorlesen. Das ist mühsam, ja. Man muss sich da auch reinfuchsen, aber ja, jetzt haben wir's. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.